Einfach, wir wollten euch halt, wie gesagt, einfach mal diese Welt hier zeigen, um euch auch mal darauf vorzubereiten, wo, auf, in welcher Welt ihr morgen landet. Wir hätten die Welt natürlich, die Farm leuchtet enorm. Wir hätten die Welt natürlich auch mit dem Lorenz herzeigen können, allerdings, das dauert einfach, wie ihr seht, 44 Minuten die Welt zu zeigen. Mit dem Lorenz machen wir dann natürlich noch mehr Blödsinn und noch mehr Scheiße. Wir bauen Das dann hier aber lief jetzt eigentlich hauptsächlich. ziemlich professionell und ohne viel Witz und Humor eigentlich ab. Ja. Also bis auf den Anfang. Also der Anfang war noch ein bisschen mehr Witz, aber. Ja, das sollte es aber auch hier jetzt gar nicht werden. Wir wollten jetzt auch ernst bleiben und das ist ja bei uns dreien sowieso nie der Fall, dass wir ernst bleiben, wie man im letzten beiden Skyrim Parts gesehen hat. Über die beiden Farmen. Einer Skyrim-Pub, um doch noch einen aufnehmen. Oder zwei. Ja, Ah ja. übrigens, es kommt bald wieder ein NC, denn es gibt einige wichtige Sachen zum Ankündigen. Ja, da hast du doch was wegen Skyrim. Weil das ist so oder so. Ja, es muss eine Abstimmung geben, die mich selbst ziemlich traurig stimmt, nachdem ich weiß, dass das Skyrim LP mittlerweile richtig beliebt geworden ist. Müssen wir Stimmt. schauen, was mit dem, wie es mit Skyrim weitergeht. Wolltest du doch eigentlich abbrechen, weil es niemand kommt und geschaut Nein, hat, oder? Skyrim wollte ich nicht abbrechen, weil es mir einfach zu viel Spaß gemacht hat, trotz der wenigen Aufrufe. Also Skyrim war nie die Idee, es abzubrechen. Civilization war die Idee, es abzubrechen, war eigentlich auch schon abgebrochen. Nur sein, der hat doch dieses LP dann keinen Spaß mehr gemacht. Jetzt habe ich eh wieder Spaß dran, nach längerer Pause. Ja, außerdem, es dauert, wir machen das jetzt einfach mal und schauen, wie es weiterläuft. Ich hatte schon noch Spaß dran, aber ich Weil. bin damals einfach davon weggekommen. Aber NC wird das mal angekündigt, wir schweifen ab, wir können mit Lorenz darüber morgen philosophieren, wir Ja, brauchen wir können ja sowieso. noch so kurz jetzt ein paar Short News machen. Ja. Ja, nicht so schlimm. Oh, ups. Ich kann eigentlich nochmal da reingehen. Also ich habe damals dieses LP irgendwie abbrechen wollen. Also, du hast es mir nie direkt gesagt, ich will das abbrechen, aber ich weiß Nein. nicht, wieso wir es damals aufgehört haben. Ich habe nicht einmal irgendwie gesagt, mir persönlich habe ich nie gesagt, ich breche ab. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich drauf vergessen. Und vor allem wünschen sich das ja auch die Leute, weil es das einzig deutsche LP davon ist. Ja, also es gab ein paar, die wollten das dann wieder haben. Aber wir werden es auf jeden Fall, ich denke mal, mit genauso viel Humor fortsetzen. Okay. Also viel Humor Meiner, hätten, aber deiner. Jetzt gibt es auch im Part 8 inzwischen schon seiner. die Stadt, den Fluss oder den Wald, ich weiß nicht, Halt. was du seiner benannt hast. Ups. Seiner Überquerung. Battlefield 3. Ja, auf jeden Fall wollen wir da halt sagen, dass das Let's Play genau so weitergemacht wird, bis darauf, dass sich unsere Stimmen ziemlich verändert haben im Laufe der Zeit. Vor allem deine irgendwie, also deine hat sich Enorm, extrem meine verändert. ist jetzt so tief. Sagen mir einige Leute, dass ich wie 16, 17 klinge, obwohl ich 15 bin. Sagen mir einige, dass ich wie 16, 17 klinge, die mich halt noch nie gesehen bzw. gehört haben. In der Skype-Lobby gab es halt ein paar, die meinten, ich klinge wie 16, 17, hat sich sehr verändert, meine Stimme. Halo, da hat sich noch Halo nichts. nicht, weil ich habe Halo vom Anfang an gesagt, wie ich heiße, wie alt ich bin. Darum, wenn man es weiß, wie alt ich bin, dann klingt auch die Stimme danach und Leute, die mich wirklich gar nicht kennen. Sky Gaming, glaube ich, zum Beispiel. Flopsy, glaube ich, hat das auch am Anfang gemeint, dass ich wie 16, 17 klinge. Oh, Flopsy, mit dem habe ich heute Battlefield gespielt. Gruß an euch alle. Ich werde jetzt nicht jeden Namen sagen. Das dauert mir zu lang. Es sind richtig viele schon mittlerweile. Aber auf jeden Fall, wegen Skyrim muss ich jetzt halt das Ganze noch ankündigen. Ich kann euch schon ein bisschen Gedanken mitgeben. Ihr müsst mir sagen, ob Skyrim abgebrochen werden soll, bis das Spiel einfach wieder absturzfreier ist. Aber eigentlich läuft es ja noch bei dem im Stützpunkt. Also wir haben ja die Überlegung, eine PlayStation 3 Super Slim zu kaufen. Ja. Da können wir vielleicht mal ein Battlefield 3 Aber es ist together aus halt. zwei Gründen, denn der Toni hat bekommt, also momentan leben wir beide zusammen in zwei Zimmern. Jeder hat, also wir teilen sie uns, in einem Zimmer schlafen wir, im anderen wird gezockt und solche Sachen halt. Und das wollen wir jetzt halt ändern mit Zimmertrennung, ein Zimmer für ihn, ein Zimmer für mich und dann wird's einen zweiten Fernseher und eine zweite PlayStation geben und dann natürlich auch gleich die Super Slim. Und ich kann euch jetzt einfach schon die Gedanken mitgeben, Skyrim bis zu dieser Super Slim abbrechen und Und dann dann von ist halt noch vorne das beginnen. Problem,
Bei Also Super Slim Skyrim musst würde dann, warte, Skyrim würde dann von vorne begonnen werden bei Super Slim. Darum würde ich es ja von vorne beginnen lassen. Und also darum will ich ja jetzt nicht weitermachen, denn ansonsten sind wir dann bis zu Super Slim Rang 30 und dann fangen wir nochmal von vorne an. Wobei das, glaube ich, nicht so lange dauern wird, weil zu Weihnachten wird es vermutlich da sein. Dennoch, ich will das einfach nicht und ich werde das noch genauer erklären, was ich davon halte, eventuell in einem 5-Minuten-Commentary. Da gibt es viel zu reden, mit dem Lorenz können wir eventuell darüber reden, denn eine weitere Meinung ist eine gute Meinung. Ich glaube auch, der Lorenz wird vielleicht über seinen Channel berichten, weil er lädt ja in letzter Zeit nicht so viel hoch jetzt. Ja, wir werden auf jeden Fall mit ihm ganz viel aufnehmen. Obwohl ich momentan richtig viel Videos habe, jetzt an alle Leute, mit denen ich ein Video gemacht habe, es kommt bald. Okay, Wirklich. Bruder. Ich habe das momentan das Problem, ich habe gestern allein wieder 3, 4 Videos aufgenommen. Mit Flopsy hast du doch ewig viel, oder? Ja, ich weiß nicht, mit dir habe ich noch was da. Mit dem Was Alex eigentlich einzig genau? Ein Ghost Recon. Ghost Recon hast du noch da, Ja, und oder? auch die ganzen LP-Parts, vor allem Skyblock. Das wird jetzt noch fort, das wird jetzt noch zu Ende gebracht, auch wenn ich moment. Es hat mir Spaß gemacht. Nur ich hab. Du hast ja noch immer Parts, oder? Ja, wir haben damals, ich glaube, 10 Parts am Stück aufgenommen. 100 Minuten. Ich weiß nicht, wie viele Parts das jetzt sind. Auf jeden Fall, alles, das ihr momentan seht, ist noch immer eine einzige Aufnahme von Skyblock. Wir haben das bisher einmal aufgenommen und das war's. Nein, zweimal bereits oder dreimal. Einmal. Aber da haben wir Wirklich halt bei einmal. den ersten Mal immer nur ein Part. Ich würde sagen, wir beenden dann Skyblock bei Part 30, oder? Weniger. Wir werden es uns bald mal heftig auf die Missionsziele konzentrieren. Ich würde nicht sagen, dass wir die alle erfüllen, weil das ist aber auch mühsam. Ja. Eventuell sind wir sogar schon fertig mit Skyblock, muss mal schauen, wie weit die im letzten Part sind. Aber wir haben noch nicht mal ein Haus gebaut, darum. Also kein schönes. Ein Haus bauen würde ich auf alle Fälle noch und dann muss man mal schauen, ob das Ganze nicht sogar schon zu Ende ist. Skyblock ist langweilig geworden, finde ich. Auf die Dauer. Es ist halt nicht, keine Ahnung, wie die so erfolgreich geworden ist, weil ich finde, ich habe das damals einen Tag durchgesuchtet und dann habe ich echt keine Lust mehr gehabt, das zu spielen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich noch bauen kann. Wenn man auch nichts bauen kann. Wir wollten euch vor allem, wir nehmen euch auf diese Welt hier mit, damit ihr auch mal seht, wie wir eigentlich bauen. Denn es gab jemand, der hat mich mal gefragt, was baue ich eigentlich privat? Jetzt seht ihr, sowas zum Beispiel baue ich. Und sowas baut zum Beispiel der Toni. Da sieht man ganz gut, die bauen Vergleiche, wie wir es machen. Toni mit sehr viel Stein. Und ich mit sehr viel Holz. Ich verwende eigentlich auch, früher habe ich sehr viel mit Wolle gebaut, auch Wände und Böden. Weil das wie bunter Beton halt ausgeschaut hat, wie blauer oder Beton gelber. fehlt aber auch in Minecraft. Ja. Jetzt nehmen wir Also. jetzt reden wir hier schon ziemlich lange. Oh ja. Schon 5 Minuten, glaube ich, nur Crash News. Ja. Aber wie gesagt, wir können mit dem Lorenz auf jeden Fall über so etwas philosophieren. Zum Beispiel einfach so wie Gronkh, das was uns gerade einfällt, darüber reden wir morgen. Keine Themen haben wir eigentlich nicht vorgehabt, denn ich bin nicht so der Fan von fixen Themen. Das hast du von Conky geklaut. Fick dich. Derjenige, der das schreibt, dich blockiert, Mann. Nein, auf keinen Fall. Ich blockiere prinzipiell keine Kommentare. Aber Außer YouTube sehr dumm, entfernt oder? Kommentare, Leute. Wenn ihr mal unter einem Video eines großen YouTubers seht, dieses Kommentar ist nicht mehr vorhanden, dann sagt nicht, die YouTuber sperren das. Manchmal Nein, YouTube sperrt das, die Autoren dieser Kommentare sperren das ebenfalls, sieht man immer wieder. Sind nicht immer die Commentator, beziehungsweise die Let's Player, die Vlogger. Es machen nicht immer die großen YouTuber, Aber was, die wovon ich Kommentare. kein Fan bin, wenn man eigentlich. Oh, wobei, naja, eigentlich geht schon. Vergiss das, was ich gesagt habe. Okay, darüber wie gesagt alles mit Lorenz morgen philosophieren. Ich freue mich schon richtig drauf. Es wird auf jeden Fall Spaß machen, denke ich mir. Ich weiß nicht, wie viel Spaß den Zuschauern machen wird. Sie werden sich nur denken, wie dumm seid ihr denn? Ja, danke für 86 Abonnenten, by the way. 86? 86, ja. Ich Sag bin was. leider von Bugs verfolgt auf YouTube. An einem Tag habe ich 100, am nächsten wieder 150, am anderen habe ich wieder 90. Aber ich habe 86 richtige Abonnenten, von denen ich weiß, dass sie mich abonniert haben. Also wo ich auch auf deren Channels vorbeischauen kann und Co. Und wo auch Google sagt, dass die echt sind. Ob es Fake-Accounts sind, kann ich nicht wissen, aber dennoch. Ja, Sind trotzdem, Personen. ein Fake-Account ist auch ein echter Account, also. Ja, es sind auf jeden Fall Personen da, die mich abonniert haben und es sind nicht 100, wie es jetzt lange da stand. Ein 100 Abonnenten Special Machen müsste wir nicht. vielleicht das mit der Burg? Das wäre doch eine Idee.
Ja, 100 Abonnenten Special wird kommen mit dem Alex. Es wird mehrere Parts umfassen. Machst du eigentlich auch ein 10.000 Videoaufrufe? Ja, auf jeden Fall. Darauf freue ich mich mehr als auf die 100 Abonnenten, ehrlich gesagt. Finde ich irgendwie geiler. Es wird beides geben. Es wird auch ein 100 Video Special geben, weil das einfach, finde ich, geile Zahlen sind. Ja, also es ist viel geplant. Wie viele Videos hast du eigentlich gerade? 86 oder so. Aber mit den ganzen Videos, die noch hinten sind, habe ich eh schon die 100, also... 200! Ja, gell! So, wir werden uns jetzt dennoch verabschieden, denn wir nehmen zu viele Gesprächsthemen für morgen weg. Ja. Gut, ich überlasse dir mal das Schlusswort. Ciao und... Nein, ich überlasse dir das Schlusswort, ich verabschiede mich zuerst. Also, ciao Leute. Ups, das war ein bisschen zu heftig geblasen, hast du das gerade gehört? Ins Mikro? Okay, gut. Hallo? Wart kurz. Ich muss mich kurz besser hinsetzen. Ey. Max! Ja, ich rede ja schon weiter. Also ich überlasse dir das Schlusswort. Bis zum nächsten Mal, Leute. Mal schauen, wie viel Parts es waren. Genießt noch euren restlichen Tag, es sei denn, es wird mitten in der Nacht hochgeladen. Dann gute Nacht und genießt den morgigen Tag und bis zum nächsten Mal. Vergesst es einfach. Ciao. Freut euch auf morgen. Wir werden ihn genießen, unseren nächsten Tag. Und jo, ciao. Noch etwas. Es wird extrem zeitverzögert hochkommen, diese Let's Plays hier. Oh ja. Oder wie auch immer wir es nennen. Ich will alle Aufnahmen abbauen. Und erst danach kommen diese Folgen hier drauf. Oder also wenn wir irgendwie mal Abonnentenzahlen erwähnen, so wie vorhin das mit 100 Abonnenten Special, und ich dieses Video eventuell hochlade, wenn das 100 Abonnenten Special bereits oben ist. 100 soll ich nicht. Es hat Gründe. Ich habe wirklich viel Aufnahmen, der Toni kann es mir bestätigen. Ich habe über 80 GB Filmmaterial auf meinem Laptop und diese Videos sind alle kommentiert. Flopsy mit hast du ja gestern. Darf ich sagen, was du gestern mit Flopsy aufgenommen hast? Kommt bald alles. Ist auch schon fertig gerendert. Es muss wirklich nur mehr hochgeladen werden. Ich bin nicht so faul, die Videos zu machen. Ich weiche vom Thema. Bis morgen. Ciao. Ciao.